Kunzer, die Werkstattaufrüster. Unsere neue Werkstattsendung jetzt auf YouTube. Dranbleiben. Hallo und Servus, da sind wir wieder, die Kunzer Werkstattaufrüster. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Werkstattsendung. Tja, und wenn die Mutter mal nicht mehr aufs Gewinde will, einfach gesprochen, da hätten wir eine Lösung für. Genau, das ist unser Thema heute. Es dreht sich alles ums Gewinde nachschneiden. Wir zeigen euch heute, was Kunzer im Sortiment hat, um vermackte, kaputte Gewinde zu retten, nachzuschneiden, ja, und damit Probleme in eurer Werkstatt zu lösen. So, und da haben wir jetzt unseren ersten Problemlöser, 7SMS04, ein Schneidmutternsatz für metrische Regelgewinde, und zwar in den Größen M6, M8, M10, M12. Und das Besondere an diesem Schneidsatz, das führen wir jetzt einfach mal vor. Genau, ihr wisst ja, die Kunzer Werkstatt Aufrüster, wir stehen für die Praxis, nicht für die Theorie. So, jetzt haben wir hier eine schöne Gewindestange mit einem noch intakten Gewinde. So, Achtung Tonmann, macht er mal leise hier. So, jetzt ist das Gewinde nämlich plötzlich nicht mehr intakt und ja, wenn man jetzt versucht, hier eine Mutter anzusetzen, dann geht es genau noch eine halbe Umdrehung und dann ist Schluss. So, dafür haben wir unseren Schneidmutternsatz. Den setzen wir jetzt einfach mal hier an, spannen mal diese Gewindestange ein. So, jetzt nehme ich die M10-Mutter und setze die mal hier auf. Das sieht man schon hier, dadurch, dass das Schneidgewinde relativ spät greift, kann ich die ganz gut gerade aufsetzen. Und schau mal, dass ich hier die richtige Position hinbekomme. So, jetzt packt sie. Und wenn ich jetzt mit meiner Knarre und meiner entsprechend passenden Nuss hier rangehe, kann ich wunderbar das Gewinde, ja, ich will jetzt nicht sagen retten, aber zumindest... Instand setzen. Nehmen wir es einfach mal instand setzen. Oder wieder brauchbar machen, ja. Genau, das Schöne ist, wir haben jetzt hier natürlich eine Stelle, wo ich relativ frei arbeiten kann. Aber wenn ich jetzt einen Bereich hätte, wo ich wirklich nur ganz wenig Aktionsradius habe, dann kann ich hier mit der Knarre auch wunderbar arbeiten. Ja. Denk zum Beispiel mal, Auspuffanlagen, Krümmerschrauben, abgerissen, vernackelt, Spitzen angerostet, wo ich dann mit einem großen Knebel überhaupt die Schneidkluppe überhaupt gar nicht bewegen kann, kann ich hier mit der Schneidmutter wunderbar arbeiten und das Gewinde wieder instand setzen. Genau, wir sind jetzt auch soweit durch. Ich habe jetzt hier quasi nachgeschnitten und man sieht schon, ich kann die jetzt von Hand hier wieder abmachen und ein paar Späne sind gekommen. So, und jetzt, wenn wir hier sehen, die normale, reguläre Mutter geht auch wieder drauf. Also, Gewinde soweit wieder hergestellt. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, das an einer Stelle im Fahrzeug, wo ich wirklich kaum Aktionsradius habe, wo ich wirklich nicht hinkomme. Ja. Und jetzt haben wir hier eine Knarre benutzt. Man kann das natürlich auch mit einem offenen Ratschen Ringschlüssel oder auch mit einer Verlängerung machen. Und dann kommt man an Stellen, wo man normalerweise gar nicht hinkommt. Tief im Motorraum, und das sind meistens dann diese Auspuffkrümmer oder Flansche oder ähnliches, Zylinderkopfschrauben, Auspuffaufhängungen. Da kann ich jetzt ganz schnell, ganz kurz, mit einer vernünftigen Zeitersparnis eine Rettung herbeiführen. Okay. Und das heißt kostengünstige Instandsetzung. Genau. Und da haben wir auch schönes Feedback von euch bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen, die schon damit arbeiten, haben uns schon durchaus bestätigt, dass sie manches Problem damit gelöst haben. So, wir haben unser Problem auch gelöst, aber wir haben noch mehr Probleme, oder? Na echt? Wir Probleme? Die nächste Problemstelle bei Gewinden immer wieder auftreten, ist im Bereich Radreifen, Radflansche, die Stehbolzen, die Muttern. Immer wieder Probleme durch entweder angerostete Spitzen oder eben Unachtsamkeit. Vermackt, wie auch immer, kaputt gemacht. Spitzen. Irgendwie genau. Kaputt gemacht. Genau. Und da haben wir speziell im Pkw-Bereich hier den 7GSB09. Und dann noch eine Nummer härter, 7GST4, speziell für den Nutzfahrzeugbereich. So, und was diese beiden Sets jetzt wirklich so genial macht, das zeigen wir euch jetzt. Oh, packt doch schon mal aus. Ich muss schnell noch mal ein Gewinde kaputt hauen. So. So. Also, wo hohe Kräfte sinnlos walten. Wir sehen jetzt hier die Aufnahme vorne ziemlich kaputt. Klar, wo auch sonst, wenn nicht vorne. Jetzt hier eine Radmutter sauber drauf zu bekommen, das ist schon ein Kunststück. Würde ich nicht versuchen, aber wir haben unseren Problemlöser. Jetzt spannen wir das Ganze mal ein. Beigepackt bei dem Satz 7GSB09 ist eine sogenannte Gewindeleere. Wir können also auch für die
die jetzt nicht so klar entscheiden können, was ist das jetzt, schnell rauskriegen, was ist das für eine Gewindeform, wie können wir das da messen, welchen Schneidsatz müssen wir nehmen. So, in dem Fall ist es der M14 x 1,5, den wir machen. Und jetzt kommt wirklich die interessante Geschichte an der ganzen Sache. Vorne ist das Gewinde ja beschädigt. Und wenn ich jetzt versuchen würde, einen Schneidring vorne anzusetzen, 50-50 Chance, dass ich den schräg drauf kriege und 50-50 Chance, dass ich wirklich die Gewinde nur treffe. So setze ich hinter der beschädigten Stelle auf. Da, wo das Gewinde noch wunderbar intakt ist. Ja. Und jetzt kommt hier die beigebackte Nuss mit den entsprechenden Splinten drauf und wir können wunderbar von hinten unser, wenn wir es vernünftig drauf kriegen, wir können wunderbar von hinten unser Gewinde mit der passenden Nuss sauber abziehen und haben eine perfekte Führung und können hier wunderbar nachschneiden und können hier quasi den Stehbolzen am Radflansch ja, sauber retten. Zumindest so sauber retten, dass man eine Radmutter wieder drauf bekommt. Aber bitte darauf achten, wenn das Gewinde zu stark beschädigt ist, ein sicherer Sitz der Mutter nach der Montage nicht mehr gewährleistet ist, dann lieber den Stehbolzen auswechseln, allein schon, um die Sicherheitsbestimmung der STVO einzuhalten. So, und irgendwann wird der Elmer auch mal fertig. Ja. Ich bin soweit. So, und wir haben jetzt quasi nachgeschnitten und zwar so weit, dass wir jetzt eine normale Mutter wieder drauf bekommen würden. Dann. Okay. Und schon geht die Mutter wunderbar da drauf, ist wieder einsatzfähig und ich bin mir sicher, wir würden auch eine Felge wunderbar festkriegen. Ja, okay. Also, Gewinde gerettet, in dem Fall Stehbolzen gerettet, trotz wirklich ja, massiver brachialer Verformung. Okay, das zum Thema Außengewinde, aber unser Problemlöser-Set kann auch Innengewinde. Genau. Das zeigen wir jetzt. Das gleiche, was wir jetzt eben mit dem Stehbolzen gemacht haben, können wir natürlich auch bei Innengewinde machen. Also machen wir wieder mal so eine erste Windung, ganz leicht kaputt. Sorry für diese brachiale Gewalt, aber da jetzt eine Schraube sauber reinzukriegen, das wird schon schwierig, weil die sich relativ schnell verkantet ja, und das also eigentlich nicht sauber wird. Ja, also keine Ansatzmöglichkeit mehr gegeben, also muss das Gewinde repariert werden. Okay. Dann haben wir hier wieder unsere Fühlerlehre in unserem Set dabei. Wir schauen, was ist die Originalradschraube, in dem Fall M14 und Gewindesteigerung haben wir 1,5. Dann bräuchte da man hätte ich schon den passenden Schneider für. So ein Zufall. So, den setze ich dir jetzt da mal an, da wo du vorher so brachial das Gewinde zerstört hast. Genau, und da geht schon nichts mehr jetzt, oder? Nee. Händisch geht nichts weiter, okay. Jetzt gibst du mir mal den Schraubenzieher bitte. Okay, dann kannst du blockieren. Okay, dann schneiden wir jetzt einfach mal hier ein paar Umdrehungen. Okay, und dann nochmal zurück, um mal Span zu brechen. Und wieder nach vorne. Und da merke ich schon, oh ja, da ist Widerstand. Ein bisschen und dann haben wir eigentlich auch schon die Stelle, wo ganz am Anfang die Gewindebeschädigung war, soweit ganz gut repariert. Und jetzt können wir mal schauen, ob wir eine normale Schraube wieder reinbekommen. Und wunderbar, das funktioniert soweit. Also wir kriegen schon mal mehrere Umdrehungen rein und ich kriege sogar mit der Hand noch weitere Umdrehungen. Also die packt, die ist fest, so können wir arbeiten. So, und da haben wir das nächste Problem. Antriebswellen. Immer mal wieder eine Geschichte, falscher Ansatz vom Abzieher, mit dem Hammer drauf rumgekloppt oder noch schlimmere Sachen. Auch da, bevor wir die Antriebswelle oder das äußere Antriebsgelenk wechseln, haben wir hier die Möglichkeit, mit 20 verschiedenen Sechskant-Schneidmuttern das Gewinde wieder instand zu setzen. Kostengünstig, schnell und effektiv. Und der Kunde freut sich. Aber wo gibt es noch kaputte Gewinde? Ganz klar, ja, wenn so ein Stier da war beim letzten Ölwechsel und das Ding angeknallt hat ohne Ende. Der nächste Klassiker, der Vorgänger war Bodybuilder und hat ja, wie ein Stier angeknallt und hat das Gewinde von der Ölablassschraube kaputt gemacht. Was haben wir hier für eine Lösung? Da hätten wir dann die Lösung, du hast ja genügend Fleisch immer in den Gewinden bei an den Ölwannen, egal ob Alu oder Stahl. Ich kann also das beschädigte Gewinde praktisch wegschneiden. Ich habe hier die Möglichkeit, die nächstgrößere Gewindestufe neu einzuschneiden und habe nach dem Einschneiden gleich die entsprechend passende Ölablassschraube dabei, inklusive Aluminiumdichtung, wunderschön mit einem Innensechskant. Also da haben wir eine wirklich
langanhaltende Lösung und da soll mal einer kommen und erstmal abreißen. Also auch das hier ein schönes Beispiel für die vielen Problemlöser, die Kunzer für euch im Programm hat. Ja, und damit sind wir eigentlich für heute fast schon am Moment! Oh, der Hammer des Monats. Wie konnte ich ihn nur vergessen, Bo? Was haben wir denn heute? Der Hammer. Das ist der Hammer im Flüssigkeitsaustausch. Da haben wir eine elektrische Saugpumpe. Und da kannst du nun wirklich AdBlue, Wasser, Scheibenwaschwasser, alle möglichen Flüssigkeiten, bitte nicht entzündlicher Natur, batteriebetrieben, von einer Seite auf die andere zu pumpen. Okay, also unsere 7 EKP01, eine elektrische Kanisterpumpe, funktioniert mit Batterien und einer, wie gesagt, schon elektrischen Pumpe. Und damit können wir wunderbar von einem Kanister zum Beispiel das Sommerwaschwasser in die Scheibenwaschanlage einfüllen oder wir können AdBlue damit umfüllen oder wenn man am Wohnwagen, beim Camping, beim Zelten, wenn man mal fließend Wasser braucht, das halten wir in den Fluss und das so duschen wir uns, oder? Ja, oder das Schwimmbecken von den Kindern leerpumpen, bevor ich es umkippen muss, ne? Zum Beispiel. Alle möglichen Anwendungen. Unser Hammer des Monats, passend für die Urlaubszeit und natürlich für euch in der Werkstatt auch ein sinnvoller Helfer. So, das war's aber jetzt wirklich. Ja. Wir danken euch fürs Zuschauen von der dritten Folge von den Werkstattaufrüstern von Kunzer. Und wir freuen uns über euren Daumen nach oben. Wir freuen uns über eure Anregungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst und das Glöckchen abonniert, denn dann verpasst ihr nichts mehr aus dem Kunzer YouTube-Kanal. Und wir freuen uns auch, wenn ihr eines nicht vergesst: Qualität verbindet!